Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Royal Revolt 2. Mein Name ist Mark Coxy und wir hauen unsere 12 Mille auf den Kopf. Aber zuerst einmal gibt es hier noch etwas zu aktivieren. Ein neues Zauber-Upgrade. Okay. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Neues Zauber-Upgrade. Ach! Bling, bling. Ja, das neue Zauber-Update. Dann gibt es noch ein neues Truppen-Update. Bling. Und das war's. Okay, auch nicht schlecht. Wir werden jetzt hier die letzte Farm einmal aufbessern. Wir haben hier jetzt alles auf Maximal. Maximal-Level ist Level 16. Wir haben diese bald auf Level... Nee, Level 17 ist maximal. Genau. Die hier ist Level 17. Die hier ist Level 17. Die hier ist Level 16. Wird jetzt aber dann zu Level 17. In ein paar Stunden. Und diese machen wir jetzt zu Level 17. Beziehungsweise Level 18, pardon. Ja, so sieht's aus, wenn man die letzte Farm auf maximal upgradet. Schwuppdiwupp, 4 Millionen haben wir übrig. Zurzeit ist gerade so eine Aktion. In 2 Tagen ist die Farm nämlich fertig. Und das ist ein super Angebot. Und die Farm ist 2 Millionen reduziert. Das heißt, sie kostet normalerweise 10 Millionen. Hier kostet sie allerdings nur 8 Millionen. Und ja, so viel dazu. Ich habe meinen Allianzturm ausgebaut, der war auch noch etwas reduziert. Ich habe mir noch einen neuen Bauarbeiter geholt, der war ebenfalls reduziert. Also Sieg auf ganzer Linie. Und jetzt haben wir noch unsere letzten Kisten raus. Wir beginnen hier mit der legendären. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Ich hätte zuerst die Kisten aufmachen müssen. So ein Scheiß. Ich hätte erst die Kisten aufmachen müssen. Bevor ich sowas mache. Aber dafür ist es eh schon zu spät. So ein Scheiß. Naja, das sind die letzten Kisten, die wir hier jetzt wohl oder übel aufmachen werden. Ah, so kommt das, wenn man nicht nachdenkt. Da hat man so viel anderes im Kopf. Nur nicht das, was man eigentlich im Kopf haben sollte. So ist das nun mal, ne? Das wird jetzt ein relativ kurzer Part. In dem werde ich jetzt hier nur einmal das Zeug hier verkaufen. Beziehungsweise die Kisten öffnen. Und ja... So sieht dieser Part aus. Dann werde ich noch einen lang ersehnten Angriff tätigen. Und zwar von Brasat. 95. Bist du hängen geblieben? Oh nö, was denn das jetzt hier? So ein Mist. Ich hoffe, dass da keine Zeitverzögerung drin ist, sonst haben wir ein Problem. Leider nicht so gut. Ja, so ist das nun mal. Was haben wir jetzt mit dem gemacht? Verkauft, oder? Ja, die verkaufen wir definitiv, diese Maske. Oh, oh, oh. Das ist ja schön. Natürlich nur noch die Frage. Die hier könnten wir rein theoretisch noch behalten. Die hier nicht. Wir hauen doch nicht alle Kisten auf den Kopf. Wir machen jetzt nur noch diese 8 Kisten. Und dann soll es das erstmal soweit sein. Wobei, ich hätte ja noch mal eine Chance auf... Okay, 82 Coupons, die holen wir uns. Auf volle 12 Mille. Ich habe ja noch einen Bauarbeiter frei.
Ich könnte jetzt auch noch einen Ein-Tage-Goldschlüssel laufen lassen, aber das wäre definitiv zu verschwenderisch. Ich habe noch einen Arbeiter dann frei und kann noch ein Upgrade machen. Ja, wir machen das einfach. Wir hauen das jetzt hier mal alles auf den Kopf. Dann ist es futsch. Zumindest mal diese Reihe hier. Ich hätte nicht gedacht, dass. Oh, die ist gut. Ist zwar episch, können wir aber nichts mit anfangen. Das auch, können wir auch nichts anfangen. Ja gut, mag zwar sein, dass es selten ist, das heißt aber nicht, dass er gut ist. Ja, so ist das mit den Kisten. 6 Tage habe ich noch Zeit, das passt. Das ist die letzte Kiste, wo wir für heute öffnen. Ja, jetzt haben wir noch 10 Kisten über, ne? Mann, 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 10 Kisten. So, dann werde ich hier noch einmal diese 5 Coupons einsammeln und einmal diese 50. So. Oh. Jetzt werden wir noch einmal diesen Angriff tätigen. 10 Kisten Hammer, die reichen noch mindestens 6 Tage. Das heißt, in den 6 Tagen sind. Oh, das ist ja schön. Fast alle Updates fertig. Gut, das gibt's schon gar nicht mehr. Da sind wir schon maximal. Wie viel kostet ein neuer Mitarbeiter? 2.400. Uiuiui. Ui, ui, ui. Die kostet bestimmt 3.000. Ja, jetzt wird's Zeit noch für den Angriff und dann wird's auch schon wieder Zeit, Tschüss zu sagen. Die letzten 10 Kisten werde ich nicht in einem Video öffnen, höchstwahrscheinlich. Ich weiß es aber noch nicht. Eher nicht. Lasst euch da einfach überraschen, denn ich mache jetzt hier nochmal gleich im Anschluss ein Video. Wir haben hier die Mitglieder. Das sieht übrigens ziemlich gut aus. Da gucken wir erst im nächsten Part rein. Ich kann euch ja schon mal sagen, worum es im nächsten Part denn geht. Das ist die Allianzsuche, Allianzrangliste, Allianzkriege. Beginnt in 2 Tagen und 5 Stunden. Ich wurde von einem Zuschauer gefragt, ob ich nicht im nächsten Video Brasad 95, ich hoffe, dich gibt's tatsächlich. Eieiei. Soldiers auf Currywurst. Nicht schlecht. Oha, da gibt's was zu holen. Ob es da für mich was zu holen gibt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wurde ich von diesem Zuschauer gefragt, Markoxi, wie sieht's denn aus? Kannst du, möchtest du einmal ein Video über das Thema Allianzführung machen? Ich gesagt, klar, das ist interessant, ist ein tolles Thema. Bin ich persönlich gar nicht drauf gekommen auf das Thema. Auf jeden Fall hat er auch eine Allianz geleitet und da gab es einige Unstimmigkeiten, die ihn dann letztendlich dazu veranlasst haben, diese Allianz zu verlassen. Und soweit wie ich jetzt glaube weiß, Mitglied einer normalen Allianz zu werden. Einfach ein Mitglied ohne Regeln, beziehungsweise ohne irgendwelche Vorschriften, ohne irgendwelche Dinge, worüber er sich kümmern muss. Und es ist wirklich eine schwierige Aufgabe als Allianzleiter. Und deswegen werde ich im nächsten Part darüber berichten, so generell über Chefs, auch im echten Leben, was die so haben müssen, was die können müssen, was gar nicht geht und was man sich vielleicht mal von den Chefs wünschen würde. Und ja, man kann diesen Posten als Allianzführer eigentlich mit einem Chefposten vergleichen. Das ist wirklich so. Aber dazu jetzt erst einmal im nächsten Video. Das soll es für dieses Video, für diesen Part einmal gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und sage dann einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.